Hallo, Herr Professor Ziemann. Hallo. Ich darf heute mit Ihnen ein Interview führen zu neuronaler Plastizität und darf Sie einmal erst kurz vorstellen. Sie sind der Direktor der Abteilung für Neurologie mit dem Schwerpunkt neurovaskuläre Erkrankungen hier am UKT und Sie sind Co-Direktor des Hertie-Instituts für klinische Hirnforschung. Mein Name ist Rika Buchenau, ich bin Medizinstudentin im 7. Semester. Wir fangen erstmal ganz, ganz grundlegend an. Und zwar würde ich Sie einmal bitten, mir überhaupt zu erklären, was neuronale Plastizität ist. Ja, das ist ein ganz grundlegendes Konzept, was dahinter steht. Und es war auch noch gar nicht so lange klar, dass es das wirklich bei erwachsenen Menschen gibt. Früher hat man gedacht, die Menschen lernen nur als Babys und kleine Kinder und dann irgendwann nimmt diese Fähigkeit immer weiter ab. Jetzt wissen wir aber, dass auch Erwachsene und auch alte Menschen, also etwa nach einem Schlaganfall, in der Lage sind, Funktionen, die verloren gegangen sind, wieder zu erlernen. Und diese Lernprozesse basieren auf Mechanismen von Plastizität. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Da kann man vielleicht mal eben so einen Patienten nach einem Schlaganfall, das ist ja so ein Hauptgebiet, mit dem ich mich jeden Tag beschäftige, hernehmen. Also der hat durch den Schlaganfall, kommt es dazu, dass ein Gebiet des Gehirns ja nicht mehr durchblutet wird oder eine Blutung da auch stattgefunden hat. Jedenfalls kommt es zur Zerstörung von Hirngewebe und damit geht zunächst mal Funktion verloren. Etwa wenn man sich die motorische Hirnrinde, die ja verantwortlich ist für die Motorik, anschaut und da der Schlaganfall jetzt gerade stattgefunden hat, dann haben die Patienten eine Halbseitenlähmung. Ja? Und dann geht es um die Frage, wie kommen die wieder in die Lage, solche Funktionen, also die Lähmung zu überwinden, Funktionen wieder zu erwerben. Und da wissen wir mittlerweile, dass dann um den Schlaganfall herumliegende Gebiete des Gehirns zum Teil zumindest in der Lage sind, solche verloren gegangenen Funktionen zu übernehmen. Mhm. Und das passiert aber nicht einfach mal so, sondern das hängt dann sehr stark davon ab, dass die Patienten dann in der Rehabilitation intensiv aktiv üben, trainieren, so wie es bei Sportlern ja auch ist. Die werden auch nur besser durch das Beüben, das aktive Beüben der Dinge, wo sie besser werden wollen. Und wir haben dann aber jetzt sehr viele Möglichkeiten, auch diese Prozesse, diese Vorgänge der Plastizität zu untersuchen, also nicht nur zu sehen, klinisch, der wird besser, der Patient. Die Hand-Arm-Funktion zum Beispiel wird im Alltag immer besser einsetzbar, sondern wir können die Mechanismen, die dahinter stehen, auch mittlerweile gut untersuchen mit verschiedenen Methoden. Das kann ich auch, wenn Sie wollen, dann alles nochmal ausführen. Nur mal erstmal so als Stichworte: funktionelle Bildgebung, also funktionelle Kernspintomographie oder auch abgekürzt FMRT, ist eine ganz wichtige Untersuchung, mit der man sich das anschauen kann. EEG, also Elektroenzephalographie oder Magnetoenzephalographie als elektrophysiologische Methoden und dann auch die transkranielle Magnetstimulation, mit der man auch solche Repräsentationen, also motorische Karten in der motorischen Hirnrinde auch direkt kartieren kann, eben mappen kann. Und auch da kann man sehen, dass solche Veränderungsvorgänge stattfinden. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, dann bedeutet das ja irgendwo, dass Neuronen in der Lage sind oder auch das Gehirn in der Lage ist, sich auf veränderte Umstände, sich daran anzupassen, richtig? Mhm, genau. Wie funktioniert das denn so auf der Mikroebene? Wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Also nehmen wir mal jetzt die motorische Hirnrinde als Beispiel, ja, den Motorkortex. Dann wissen wir, dass es da zwar eine Repräsentation gibt von verschiedenen Körperbereichen, also Arm, Hand und das Bein und das Gesicht und der Rumpf. All das ist dort quasi, wenn man so will, somatotop heißt das, also angeordnet, repräsentiert. Und wenn jetzt der Schlaganfall, sagen wir mal, die Arm-Hand-Region betrifft, und das ist häufig so, weil das ein bestimmtes Gefäßterritorium auch ist, was dann da betroffen ist, dann ist das Beinareal oder vielleicht auch noch der Oberarm noch da. Und wir wissen aber, dass das nicht ganz, ganz strikt so getrennt ist, sondern dass, sagen wir mal, also die Hand durchaus auch verteilt repräsentiert ist ein bisschen. Also nicht nur an einem Ort, sondern dass das eine, was erlauben würde, wenn eine Teilschädigung da ist, dass dann eben umliegende
Gebiete, wo diese Repräsentation schon angelegt war zumindest, auch die Funktion dann übernehmen können. Und das würde dann durch diesen Übungsprozess immer weiter angestoßen werden. Und dann kann man eben auch wirklich sehen und messen, dass dann diese Randbereiche einer solchen Schlaganfallschädigung diese Funktion übernehmen können. Wir lernen ja irgendwie in Neuroanatomie zum Beispiel immer, da gibt es dann immer diese schönen bunten Bilder mit dem Gehirn drauf und dann kann man sehen, welche Areale ungefähr für was zuständig sind. Mhm. Stellt eigentlich so diese neuronale Plastizität das auch ein bisschen in Frage, dass das wirklich so stark gegliedert ist? Also kann man weiterhin sagen, okay, es gibt für jede Funktion ein ganz bestimmtes Areal oder weicht es diese Theorie ein bisschen auf? Ja, es weicht die Theorie tatsächlich auf. Also die Vorstellung, die wir mittlerweile haben, ist, dass Funktionen in verteilten oder distribuierten Netzwerken repräsentiert sind. Ne? Und das ist genau der Hintergrund, dass diese Plastizität überhaupt so wirkungsvoll stattfinden kann, dass also ein Knotenpunkt in diesem Netzwerk die Funktion eines anderen Knotenpunktes zum Teil substituieren kann. Man kann auch sehen, dass Patienten, die sehr schwer betroffen sind durch einen Schlaganfall, also wirklich eine schwere Lähmung haben, dass es da dann oft nicht mehr Gebiete sind direkt um den Schlaganfall herum, die die Funktion übernehmen, sondern dass es die andere Hemisphäre ist, die nicht von dem Schlaganfall betroffen ist, die dann zunehmend hier mit ins Spiel kommt. Und quasi, das ist jetzt anatomisch ein bisschen kompliziert, ja, aber man weiß ja für das motorische System, das kreuzt eigentlich, also die rechte Hemisphäre versorgt die linke Hand. Ja. Und es gibt aber rudimentär auch Verbindungen von der linken Hemisphäre zur linken Hand, also ipsilaterale Projektionen. Und die sind bei kleinen Kindern noch gut angelegt. Die haben, das kann man auch testen, wenn man dann auffordert, dass die zum Beispiel mit einem Finger so eine Bewegung machen sollen, dann haben die so Spiegelbewegungen deswegen. Ja? Mhm. Also das geht dann irgendwann verloren, also immer mehr dann zu dieser relativ streng gekreuzten Repräsentation. Aber diese ipsilaterale Repräsentation ist trotzdem latent immer noch vorhanden. Die baut sich also nicht komplett ab und die kann dann eben auch einspringen bei solchen Erholungsprozessen, gerade bei Patienten, die einen schweren Schlaganfall haben. Wenn ich das richtig verstehe, gibt es da ja auch verschiedene Modelle zur Regeneration, also welche Rolle die Hemisphären jeweils auch spielen. Also dass man, einige Leute sagen, wenn ich da irgendwie eine Läsion in der einen Hemisphäre habe, dann brauche ich unbedingt die andere Hemisphäre, um alles zu übernehmen, was die betroffene Hemisphäre nicht mehr übernehmen kann. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, nein, es gibt da irgendwie auch so eine, die beiden Hemisphären blocken einander eigentlich auch gegenseitig. Das heißt, dass die Hemisphäre, die noch funktioniert, den Heilungsprozess in der betroffenen Hemisphäre dann auf einmal noch schlechter macht, weil sie sozusagen ein Übergewicht hat. Wie würden Sie das einschätzen? Ja, dazu gibt es tatsächlich auch ganz gute Daten. Also zunächst mal ist es so, bei einer kleinen umschriebenen Läsion, dann auch meistens einhergehend mit einer nur relativ leichten Funktionsstörung, also vielleicht eine Fingerfarbmotorikstörung, da ist es in der Regel so, dass das Netzwerk ipsilesional, das heißt also da, wo der Schlaganfall stattgefunden hat oder wo die Schädigung stattgefunden hat, kann ja mal ein Schädelhirntrauma sein oder andere Schädigungen, also dass da innerhalb dieser Hemisphäre die Reorganisation stattfindet, das ist tatsächlich das bedeutsamere Prinzip. Bei ausgedehnten oder schweren Läsionen ist es aber dann tatsächlich so, dass dann die andere Hemisphäre auch oft mit ins Spiel kommt. Und jetzt ist es tatsächlich richtig, was Sie gesagt haben. Die Hemisphärenspezialisierung, ja, das ist ja etwas, was bei Menschen sehr, sehr weit getrieben wurde. Also man weiß eben, dass die Sprache sehr dominant in einer Hemisphäre, meistens in der linken Hemisphäre repräsentiert ist, oder die Aufmerksamkeit sehr stark in der rechten Hemisphäre und verschiedene kognitive Leistungen, also Lesefähigkeit, Rechenfähigkeit, auch sehr stark lateralisiert sind, meistens in die linke Hemisphäre. Und so gilt das im Grunde auch für die Handfunktion, die sehr stark lateralisiert wird, wie ich es gerade schon erklärt habe, ne? Also eben gekreuzt. Und das ist etwas, was quasi im Rahmen der Evolution so immer weiter getrieben wurde. Und das hat auch dazu geführt, tatsächlich, dass sich die Hemisphären auch gegenseitig inhibieren, also hemmen. Ja? Und deswegen versucht man auch bei therapeutischen Ansätzen tatsächlich, wenn man jetzt versuchen will oder erreichen will, dass die Reorganisation innerhalb der geschädigten Hemisphäre stattfindet, die andere Hemisphäre eher wegzublocken. Ja? Also das macht man dann oder kann man machen, neuerdings mit Verfahren der nicht-invasiven Hirnstimulation zum Beispiel, wo es also eine Methode heißt transkranielle Magnetstimulation,
wo es Protokolle gibt, also Reizprotokolle gibt, die erreichen, dass man die Erregbarkeit der nicht betroffenen Hemisphäre runterfährt. Das ist jetzt nicht, ist jetzt für die Funktion der gesunden Hand jetzt nicht irgendwie beeinträchtigend, ja? Aber es führt dazu, dass diese überaktive Hemmung von der gesunden auf die geschädigte Hemisphäre runtergeht und damit die geschädigte Hemisphäre überhaupt erst in die Lage kommt, erfolgreich zu trainieren und sich im Rahmen der Plastizität dann in Richtung einer Funktionserholung zu entwickeln. Aber es ist ja eigentlich auch ganz spannend, dass es die gesunde Hand dann nicht betrifft. Ja, das ist wahrscheinlich, hat was zu tun mit der Reserve, denke ich. Ne? Also Gesunde haben so viel funktionelle Reserve, da muss eben, das wissen wir ja auch von vielen anderen neurologischen Erkrankungen, so viel kaputt gehen, bis dann tatsächlich eine Funktionsbeeinträchtigung stattfindet. Ja? Also das wissen wir von den neurodegenerativen Erkrankungen, Parkinson zum Beispiel. Ne? Da sieht man, da weiß man, man hat eine sehr lange präklinische Phase, wo man klinisch noch gar nichts sieht, aber schon bis zu 80% der Neurone in der Substantia niger zum Beispiel, also in Kerngebieten im tiefen Marklager, zugrunde gegangen sind. Also das ist Stichwort funktionelle Reserve, die wir tatsächlich auch haben. Ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass nur zum Beispiel das Cortex-Areal davon betroffen ist, sondern man hat ja auch die Verbindung vom Rückenmark zum Cortex und vom Cortex zum Rückenmark. Also die ganzen aszendierenden Bahnen und auch die ganzen efferenten Bahnen, die müssen sich ja auch irgendwie neu organisieren. Ja. Geht das? Ja, das, ja, das geht jetzt mal so ohne weiteres nicht, weil das ja sehr lange Fasertrakte sind. Also wenn man jetzt sagen wir mal eine Querschnittsläsion hätte auf Rückenmarksebene, da gibt es nur sehr begrenzte Möglichkeiten, dass es zu einer anatomischen Wiederherstellung dieser Bahnen kommt. Das geht eigentlich tatsächlich normalerweise nicht. Es gibt auch da Ansätze, dass man das mit bestimmten Substanzen, also pharmakologisch letztlich, versucht anzubahnen. Aber das ist noch sehr noch so in den Anfängen von den therapeutischen Ansätzen. Ja, da gibt es so ein paar Studien an Primaten dazu. Das ist aber noch nicht so wirklich in die Klinik gekommen jetzt. Ja. Aber trotzdem geht einiges. Und das ist jetzt so zu verstehen, vielleicht kommen wir da jetzt auch mal zu einem Patienten, der eine periphere Läsion hat im peripheren Nervensystem. Ich nehme das jetzt mal so ein bisschen vorweg. Sie hatten mir gerade diesen Patienten geschildert mit einem Tumor im Bereich der rechten Leiste, der den Nervus femoralis letztlich ummauert hat, und man hat den Tumor erfolgreich chirurgisch entfernt, musste aber den Nervus femoralis opfern. Der Nervus femoralis ist ein wichtiger Nerv, der vor allem hier die Kniestreckung macht, also den Quadrizepsmuskel innerviert. Und wenn der nicht mehr da ist, der Nervus femoralis, dann funktioniert die Kniestreckung halt nicht mehr. Und das ist natürlich etwas, was erheblich funktionell beeinträchtigend ist. Und bei diesem Patienten ist jetzt in der BG-Klinik eben eine ziemlich spektakuläre Operation gemacht worden, wo man jetzt Muskulatur aus den Kniebeugern hier von der Rückseite des Oberschenkels zum Teil nach vorne auf die Vorderseite gezogen hat. Und damit könnte man mit dieser Muskulatur mechanisch das Knie strecken. Ja? Aber biologisch geht das erstmal nicht, weil ja dieser Muskel letztlich versorgt wird vom Nervus ischiadicus, also einem ganz anderen peripheren Nerven. Und der ist eben unter anderem dafür da, diese Muskeln anzusprechen, die die Kniebeugung machen. So, wenn also jetzt so ein Patient das Knie aktiv beugt, dann passiert nach dieser Operation, dass er unwillkürlich auch das Knie streckt. Wenn er versucht, das Knie zu strecken, dann passiert erstmal gar nichts, weil der Femoralis ja nicht mehr da ist. Ja? Das ist ein Problem. Und da hat man aber jetzt gesehen, dass diese Patienten tatsächlich in der Lage sind, und das ist sehr spektakulär, muss man sagen, innerhalb von also einigen Wochen bis Monaten, das dauert auch je nach Patient dann unterschiedlich lange, also auf jeden Fall im Bereich von Monaten, in die Lage kommt, diesen Teil, der hier transplantiert worden ist auf die Vorderseite, so anzusprechen, dass er willkürlich das Knie strecken kann. Also auch denkt, er will jetzt das Knie strecken und dann selektiv diesen Teil der transplantierten Muskulatur anspricht. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das funktionieren? Wie geht das? Ja, das ist ja das erstmal, also das ist etwas sehr Erstaunliches. Und das geht im Prinzip wahrscheinlich so, dass wir hatten gerade gesagt, dass es im
in der motorischen Hirnrinde eine Repräsentation gibt für die Kniebeugemuskulatur. Ja? Das ist aber eben nicht ein Punkt, sondern das ist eine Region. Und in dieser Region gibt es eben jetzt tausende von motorischen Output-Neuronen, die also dann ins Rückenmark projizieren und dann eben im Rückenmark, hier tief im Rücken, auf die Motorneurone, die dann eben diesen Nervus ischiadicus bilden. Und diese Region dort in der motorischen Hirnrinde, die lässt sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit segregieren, das heißt also auftrennen in einen Bereich, der jetzt genau diesen transplantierten Teil des Muskels anspricht, oder einen anderen Teil, der ohnehin schon auch von vornherein ja hier hinten die Kniebeugefunktion realisiert hat. Also es kommt quasi zu einer Umprogrammierung, wenn Sie so wollen, von einem Teil der Motorneurone in der motorischen Hirnrinde, die jetzt genau diesen Teil des Muskels ansprechen. Und das kann man dann irgendwann lernen, das selektiv willkürmotorisch anzusprechen. Ja? Dazu gehört ja auch, man muss sich dann auch nochmal fragen, wie werden diese Neurone überhaupt aktiv? Ne? Das hat dann eben was zu tun auch mit höheren motorischen Zentren, also der supplementärmotorischen Area zum Beispiel, die dann auf die motorische Hirnrinde projizieren und da dann eben das motorische Pattern von Aktivität erzeugen, was man braucht, um eine bestimmte Bewegung zu machen. Und im Laufe der Zeit gelingt es, also das ist jedenfalls die derzeitige Vorstellung, diesen Teil der Motorneurone eben da abzutrennen. Das ist dann eben kein Beuger mehr, sondern es ist ein Strecker. Ja, es wird also umfunktioniert. Und es dauert, das sieht man ja auch im klinischen Alltag, aber es ist dann sehr faszinierend zu sehen, dass es funktioniert. Und das ist eben, glaube ich, ein sehr eindrucksvolles Beispiel dafür, dass das Gehirn in der Lage ist, solche Veränderungen zu schaffen und damit eben auch dazu beizutragen, und zwar eben entscheidend dazu beizutragen, dass sich Funktionen wiederherstellen lassen. Ich frage mich da immer, wie funktioniert das? Also Sie haben das ja jetzt sehr, sehr gut erklärt, wie das auf kortikaler Ebene funktioniert. Mhm. Aber dieser Patient, der muss das ja erstmal mitkriegen. Also muss ich mir das so vorstellen, dass das so ein bisschen wie das Reafferenzprinzip ist, also dass ich irgendwie ein visuelles Feedback kriege, ich will jetzt gerade mein Bein beugen, aber auf einmal mache ich auch eine Streckung und über dieses Feedback kriege ich dann irgendwie diesen Lernprozess? Ja, ich denke, so muss man sich das vorstellen. Also ich hatte das ganz am Anfang schon gesagt, also wenn er am Anfang nach der Operation, wenn er das Knie beugt, also willkürmotorisch beugt, ja, dann kommt es zu dieser Kokontraktion dieses Muskels hier vorne, also zu einer unwillkürlichen Streckung. Dann sagt er, ups, was passiert denn jetzt? Ja? Das ist ja ganz komisch. Und auf der anderen Seite, wenn er das Knie willkürmotorisch strecken will, dann geht nichts, weil der ursprüngliche Pathway nicht mehr da ist. Ja? Und dieses Mismatch von dem, was er will und was passiert, das führt im Laufe der Zeit tatsächlich vermutlich über diese Reafferenzerfahrung dazu, dass es zu dieser Umprogrammierung kommt. Meinen Sie, jemand, der zum Beispiel blind ist, würde sowas auch gut erlernen können? Weil ich brauche ja irgendeinen anderen Anhalt als nur den Input, den ich zum Beispiel von meiner Muskulatur kriege. Ja, also man braucht auf jeden Fall einen Input, das ist richtig. Ich denke, dass somatosensorisch vielleicht sogar ausreichend ist. Ist aber auch ist ein sehr guter Punkt. Also ich denke, wir wissen schon, also viele dieser Neurone haben Inputs von allen sensorischen Modalitäten, also visuell, auditorisch und somatosensorisch. Wir wissen auch, dass Lernprozesse angebahnt, also facilitiert werden können durch sensorischen Input. Und wenn der multimodal ist, dann ist es noch effektiver, als wenn es unimodal ist. Also insofern glaube ich, also das ist jetzt, ich habe mir über diese Frage noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, aber das wäre ja auch eine sehr spezielle Situation. Aber ja, ich würde erwarten, dass ein Blinder wahrscheinlich das etwas weniger gut lernt, weil eben genau dieser visuelle zusätzliche Input fehlt. Aber er müsste über den somatosensorischen Input immer noch in der Lage sein, und dieses Mismatch, was passiert, zu lernen. Mhm. Ja, ziemlich faszinierend, muss man sagen. Ja, ja. Das Gehirn ist also, ja, deswegen bin ich Neurologe, ist ein unglaublich faszinierendes Organ. Ja? Ja. Das ist sehr wahr. Herr Professor Ziemann, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und für die interessanten Einführungen auch in
die Möglichkeiten, die unser Gehirn uns bietet. Vielen Dank für Ihre Fragen. Dankeschön.